Maß Käse. Eine Haus geht in ein Maß und frisst den Käse auf. Hallo, willkommen zurück zu dem Spiel namens Die Streamer. Das Spiel heißt Die Streamer, ja wirklich. Eigentlich heißt es Der Kampfjunge. Des Bösen. Ein eigenartiges Spiel mit einem Kind namens Battle. Nein, das Kind heißt Timmy. Und er rennt immer herum und stirbt dauernd. Das ist der Tim. Kennst du vielleicht noch Tim und Struppi? Mhm. Blödes Show. Nein, das war immer gut. Blöd, kann ich sagen. Aber sie haben sie dann auch 3D gemacht. Sie haben es auch zensiert, ja? Das muss wohl gesagt sein. Echt was? Ja. Kennst du nicht Tim und Struppi auf der Suche nach dem Atlantik? Ja, sicher kenne ich das, habe ich gesehen. Das war Uago, weil stell dir vor, der nimmt seinen Hund überall mit. Der fährt mit dem U-Boot und nimmt den Hund mit. Das ist ja komisch. Ja, das ist nicht komisch. Ah, kennst du vielleicht den Film? Kennst du vielleicht den Film Tentaculino? Nein. Du kennst nicht Tentaculino? Nein, sag. Ich finde, das ist der genialste Name, den ich je in meinem Leben hören musste. Es geht um einen... Du kennst sicher den ersten Teil. Sicher nicht. Doch. Der erste Teil heißt nämlich auf Deutsch Mäusejagd auf der Titanic. Ich kenne Mäusejagd im Grand Hotel. Was ist das? Das war so ein urcooles Spiel. Achso, ja, ich glaube, das kenne ich. Da so grüne Mäuse fangen. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Das habe ich so gerne gespielt, aber die CD finde ich einfach nicht. Ja, das war wirklich cool. Auf jeden Fall Mäusejagd auf der Titanic. Komischer Film, nicht gut, aber ich finde ihn toll. Auf jeden Fall, es gibt ein Sequel, aber nur in Italien, glaube ich. Und das heißt Tentaculino. Und da ist wieder der Tintenfisch, der die Titanic gerettet hat. Der Tintenfisch? Ja, ich habe sie immer früher genannt, die Tic-Tac-Knick und tot! Ah, schieß sie tot. Und der ist wieder hier. Und die Story ist richtig verrückt. Die Besatzung der Titanic, okay? Ja, es geht noch immer um die Titanic. Die ist untergegangen. Ja, nein, sie ist nicht untergegangen, der Colini hat sie gerettet. Ich rede manchmal zu schnell, nicht wahr? Ja, egal. Ist das ein häufiges Problem? Haben das viele Menschen? Das ist ein Horror. Nein, ist egal. Erzähl, wie das geht. Okay. Und dann reisen sie zu Atlantis und dort wartet Captain Planet und andere Mäuse. Und Tentaculino kommt. Captain Planet. Tentaculino hat nur 10 Minuten Screentime in dem eineinhalbstündigen Film. Und der Film ist nach ihm benannt. Er ist der Held. Naja. Auf jeden Fall, die Besatzung der Titanic ist dann in Atlantis, kann nie wieder zurück, irgendwie, und sind dort gefangen. Und sie bleiben dann dort. Und das Happy End ist, sie bleiben dann wirklich dort. Happy! Ja, wenn es gut dort ist, ist gut. Es ist nicht gut dort! Ich bin tot. Wie viele Tode waren das jetzt schon? Es wird gezählt, aber wir haben nicht geachtet. Neu von Playmobil. Was ist dein Lieblingsspielmobil-Figur? Playmobil. Ich finde den goldenen Ritter. Es gab aber immer Playmobil mit Rittern, okay? Weißt du, was im Urtum war? Was? Wenn man den Playmobil-Figuren die Hüte oder die Ritterrüstungshelme. Konnte man ihr Gehirn sehen, ja. Dann wollte man es runternehmen, hat die Haare auch runtergerissen und dann hat man in den Kopf reingesehen. Ich habe dann immer versucht und die Haare sind nicht mehr draufgegangen und dann haben alle schon so eine Wunde im Kopf gehabt. Ich fand das auch grauslich. Spielmobil. Hast du gewusst, dass Lego eigentlich nur Spielgut heißt? Sicher nicht. Doch, das ist so. Das hat mir Kad Icarus gesagt. So. Schau, wie geht denn das jetzt? Schau, das ist ein Safe Point als nächstes. Schau, ich glaube, ich lock sie hin. Und jetzt rennen, jetzt schießen. Bam, 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 bam. Ja, und ich renne, renne. Tschüss. Ja! Geschafft. Das Pentagramm ist aber upside down. Was kann das heißen? Wer weiß es? Ich weiß es. Oh! Komm her! Das kann nicht sein. Das gibt's ja gar nicht. Doch, das gibt's. Du schaffst es, komm. Nein, das geht nicht. Du hast es. Das ist eine Falle. Drück immer auch hinauf. Das ist eine Falle, die Seabug eingebaut hat. Das ist keine Falle. Das geht nicht. Man kann den Safe-Point nicht safen. Seabug hat gesagt, das geht nicht. Und ich weiß es. Deswegen. Warum deswegen? Okay, Tentaculino, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wie geht das? Schau, ich trigger den. Ja. Renn in die Nische. Okay, das ist immer nicht so schwierig. Mhm. In welche Nische? Ah, in die Nische. Komm! Jetzt war es nicht. Jetzt war ich nicht bereit. Kannst du nochmal probieren. Nische. Sehr gut. Nicht schlecht, nein. Und jetzt. Er schießt, ich mache Bang, okay? Triggern und rennen. Ja. Das ist ja leicht. Leichtester Raum, oder was? Oh, das ist nicht leicht.
Aber das ist wirklich nicht leicht. Ich muss die wirklich schwächen. Ja. Da fange ich ja wirklich selber an zu schwächeln bei dem. Ich muss dich bringen. Ja. Jetzt. Eins. Sehr gut. Ja, aber das passt mal. Mach's lieber langsam. Zwei. Okay, der hat schon drei. Jetzt mit den oberen. Ist es knapp, wenn ich runterkomme? Nein. Eins. Zwei. Drei. Okay, und jetzt musst du ihn abschießen. Notlandung und dann. Nochmal von vorn. Nochmal alles von vorn. And again. Jetzt weiß ich, was wahrer Schmerz ist. Hast du den Timer jetzt bereitgestellt? Ja, sicher. Und ich hoffe, der funktioniert. Es funkt! Es funkt! Es funkt! Was hältst du von dem Wrestler Terry Funk? Ich glaube, der wäre mal gut. Da würden wir bei der ECW, gell? Ja. ECW, nicht ECW. Nein. Und schon gar nicht. Nein, wir reden hier Deutsch. Und schon gar nicht ECW. Nein, ECW. Ja, sicher. Ja. Ja, ja, ich rede jetzt nicht Englisch. Ja, das verlange ich auch gar nicht von dir. Weißt du, für die ganzen Menschen, die jetzt noch hier sind, hallo. Battle Kid, wie wir es angefangen wollten, wie wir es bekommen haben. Wir haben uns gefreut. Waren wir gerade große PewDiePie-Fan. Und wir haben dann tatsächlich zuerst mal Battle Kid Let's Playen wollen, auf, zwar auf Englisch. Und wir haben drei Parts angefertigt, bevor wir gemerkt haben, wir können ja gar kein Englisch. Ich schon, du hast es immer versaut. Na, das war ein halbherzigen Spruch. Das war ein guter Spruch. Ja. Nein, war er nicht. Findest du solche Leute cool? Findest du diese Art von Humor PewDiePie gut, die PewDiePie pflegt? Was hat er? Ich kenne nicht so. Ich schau wenn dann Tobasco. So ja. PewDiePie. Der noch nicht so. Aber ich glaube, er ist lustig, ja. Ich weiß. Er ist zumindest besser als Gronkh. Nein! Bitte nicht! Und sie ist besser als Gronkh. Ja. Gronkh ist ja. Gronkh! Ah! Ein. Wow. Der Screen ist leicht, was mache ich mir hier vor? Ich hab Angst gehabt. Schau, wirklich. Es geht eh. Schau, wenn der schießt, dann schießt er und dann kannst du schnell. Wow. Das ist, macht mir wirklich Angst. Okay. Warte, ich hab's. Ich bin clever nämlich. Nein. Du schaffst es. Ich weiß. Ich schwäche mal, okay? Eins. Zwei, drei. Okay, passt jetzt der obere. Eins. Was, wenn wir jetzt nicht vier brauchen? Zwei. Drei. Wie, und jetzt schieße ich den unteren ab, dann geht er ein. Dann springe ich auf die Plattform, töte den oberen und dann gehe ich drüber. Okay? Ja. Und dann nehme ich die Basis hier ein. Okay. Warte, soll ich das in einem machen? Ja, ich mache das in einem. Das muss er sein. Ja, ja. Wow, der Schuss kam nicht so nah. Wieso kam der jetzt nicht durch? Du warst zu dicht. Die sind ja orange, nicht wahr? Orange ist die Farbe des Glücks. Wir haben ja einen Bodybuilder für alle, die es noch nicht bemerkt haben. Ja, wer ist das überhaupt? Erklär mal. Man kann nicht sagen, du hast einen Vogel, du hast einen Dillo, man kann sagen, du hast einen Bodybuilder. Und wir haben wirklich einen in der Ecke unten. Kennst du noch Kingdom Hearts? Ja. Du spielst das jetzt gerade, oder? Yay! Aber die Final Mix Version. Warum? HD. Warum die? Ja, weil ich mal sehen, was es da gibt. Okay. Nix. Sicher. Papi gibt's. Ah. Wie oft habt ihr das gehört, Leute? Papi gibt's. Zu oft. Zu oft, das ist zu oft. Weißt du, was ich heute versucht habe zu spielen, aber ich habe das Drecksspiel schlussendlich abgestempelt. Scaler. Nein. Ein Spiel, es heißt Kid Icarus. Echt? Das ist das Trickspiel abgestimmt. Ja. Ich finde es wirklich nicht so gut, wie alle sagen. Grund? Mhm. Das Levelaufsteigen ist seltsam auf ganz neuem Niveau. Wow, du hast beide getroffen. Ich bin auch ein Pro. Nee. Applaus! Ein grüns, ein gelbs. Applaus! Ach, den oben hast du zweimal getroffen. Nichts geht sich hier aus! Wo war der dritte Sprung jetzt? Ich hab ihn gemacht! Achso, der vom Boden zählt auch als einmal. Nein! Wow.
Was ist auch Rausch und tötet oft? Keine Ahnung was. Dexter von Jack und Dexter. Ja. Ein Charakter. Ein Charakter. Ein Charakter. Ein Charakter. Der, oh, es ist aus. Ja, das ist all unsere Zeit für die YouTube-Zuseher. Halt die Klappe mal. Gar nichts dafür. Bla bla bla. Nochmal nicht. Okay, so. YouTube-Zuseher, ciao. Wir sehen uns im nächsten Part. Stream-Zuseher, es geht gleich weiter. Aber die YouTube-Zuseher.